Hey, Freunde der fantastischen Rollenspiele. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Final Fantasy The Zodiac Age. In der letzten Folge haben wir zwei Mobs gemacht. Ich würde jetzt weitermachen mit ein paar Mobs. Ich wollte zwar nicht hier weitermachen, aber ja, geht nicht anders. Mein Junge, du bist gekommen, um Ishtam entgegenzutreten. Scheint mir, dies ist dein Schicksal. Ishtam ist ein grausamer Geist. Riecht er Lebewesen, stürzt er sich gnadenlos auf sie. Schon viele Jahre fielen ihm zum Opfer. Stellst du dich dieser Herausforderung, so war ich hier stehe. Ein tapferes Wort, ich bin dir sehr verbunden, doch blind soll dein Mut nicht sein. Spürst du Gefahr, so bringe dich in Sicherheit. Ishtam treibt den Henamin sein Unwesen aus Richtung Osmond. Solltest du im Stollen eins in der Gabelung auf ihn treffen. Unsere Hoffnungen ruhen auf dir, mein Junge, mögest du wohlbehalten zurückkehren. Also gehen wir jetzt wieder in die Henneminen. Und erjagen Ishtam. Uhu! Also wisst ihr, wie es läuft. Wir sehen uns dann bei Ishtam. Oder wenn irgendwas Lustiges, Interessantes zwischendrin passiert. Ihr könnt dies auch, solltet ihr selber diese Mobs machen wollen, könnt ihr das auch so als kleinen Guide, wo man die findet, nutzen. Dann müsst ihr nicht so lange auch nach ihnen suchen. Aber pssst, verratet es keinen. Oder besser gesagt, verratet es jeden. Ja, das habe ich vergessen vorzulesen. Es gibt auch unterschiedliches Wetter hier. Torba! So, auf in die Henneminen. Hier die Gegner sollten schon wieder ein bisschen näher bei uns sein. Ja, 23 bis 25. Okay, waren es jetzt 26? Er ist 26 Jahre jung und Fran ist 30. Übers Alter bei Frauen spricht man nicht. Wie wenn die Stufe das Alter wäre, ne? Aber schön, wie alle sich leveln. So, Schalter umlegen, wisst ihr ja. Dann haben wir hier noch einen Schalter. Das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Jetzt sind wir nämlich gleich hier lang und nicht erst da rein. Ja, ich feiere das gerade mit der Schwarzmagie. Du hast doch Weißmagie, hast du auch? Nee. Ich glaube überhaupt nichts. Da nutzt eben Gegengift. Weil hier, wo Ishtam auftaucht, ist auch die Karte. Warte dich nicht immer. Oh, wir machen schon gut Schaden. Todesurteil finde ich nicht so toll. Aber so kann man damit umgehen. Der ist eh down, bevor die Zeit abläuft. Sieg über Ishtam. Haben wir jetzt doch ziemlich schnell einen Mob erledigt. Also wie gesagt, hier findet ihr auch die Urne, womit ihr dann alle Kartenabschnitte aufdecken könnt von der Mine hier. Deswegen würde ich euch raten, sogar eher erstmal hier rein zu gehen. Wenn ihr in die Henna-Minen müsst.
Weil es bringt euch ein bisschen mehr. Fran müsste auch demnächst sterben. Das klingt so doof eigentlich, wie ich das so sage, oder? Dann schauen wir, wo unser Chocobo ist. Da ist unser Chocobo. Mit ihm. Ein streunender Chocobo. Jetzt habe ich die Items. Turbolader. Nee. Manchmal bin ich einfach nur bekloppt. Ich glaube, ich rede jetzt mit meiner normalen Stimme. Du hast also den Stamm geschlagen. Welch tapfere Tat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du verdienst es, die ganze Geschichte zu erfahren. Ich stamm meinem an der Manifestation das Zählen in den Minen gestorbener Garif. So lag es wohl uns, ihn unschädlich zu machen, doch den Geist anzugreifen. Es hätte bedeutet, sich gegen die Ahnen zu erheben. Dann kamst du, der dein Schicksal mit Yara verbunden scheint. Vielleicht war auch dies das Werk der Ahnen. Unser Dank ist grenzenlos. Yay. Und das war's mit Garif reden. Dann Klanbericht. Abgeschlossen sind jetzt. Wieder ein paar mehr. Chopper, Himus, den Stammgriff vom Chopper entdeckt. Der Name des Auftrags Himus aus sich in den Augen des Aschepfads und Boromisax aufhalten. Alles klar, gehen wir jetzt nach Boromisax. Ich hoffe, ich habe noch genug Teleportsteine. So, wo ist da? Ah, hier. Flüchtling. Da bestimmt Timus. Ihr sah den Mob-Steckbrief? Euch schicken die Götter. Ihr nehmt euch Chopper an? Euch schicken die Götter. Ein widerspenstiges Monster namens Chopper fällt in die Paramina-Schluchten über wehrlose Flüchtlinge her, die vor der imperialen Invasion flüchteten. Offenbar erscheint er im Süden der Paramina-Schluchten in der Nähe des Miriam stilles Schreins. Bitte helft uns. Jagd auf Chopper. Also es ist ein anderer Chopper, nicht der Chopper aus One Piece. Hoffe ich doch. Ja, leveltechnisch sind wir relativ gut. One-Hit-Wonder. Das war kein One-Hit-Wonder. Ich will nochmal nachschauen, wo der genau sich aufhalten soll. Ich habe es zwar gelesen, aber nicht wirklich. Sich im Süden der Schlucht in der Nähe des Stillschreins. Das heißt. Wahrscheinlich hier. Also muss man außen lang gehen. Huhuhuhu. Das war knapp. Solange keiner von euch Magie wirkt, sind wir erstmal safe. Ich hasse die Elementare. Ach ja, wir brauchen jetzt unsere Magier wieder. Unsere Fernkämpfer. Weil alle anderen ja kaum eine Chance gegen die Flugmutzel haben.
Ich schaue es mal. Ach, hier ist Chopper schon. Der sieht hier ein bisschen lustig aus. Das Lustige ist, der hält auch nichts aus. Ach, die Puddinger sind es nur. Haben wir in dieser Folge wieder eine gute Tat vollbracht? Haben zwei Mobs erledigt? Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ihr wisst, wo man Mobs finden kann. Eigentlich alles richtig gemacht. Wir geben noch die Quest ab. Dann überlege ich, ob ich noch einen machen soll. Weil Zeit hätten wir, oder ob es eine relativ kurze Folge wird. Ich glaube, das wird eine relativ kurze Folge. Die könnt ihr euch dann schön gechillt anschauen in aller Ruhe. Hab keinen Stress dabei. 31. Wird's Akku? Ja, es wird Akku. Echokraut. Echokraut auf Freund wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, die Elementare haben einfach nur ein Problem, wenn jemand Magie wirkt. Ich mache das mal so. Wir haben es gut runtergerissen. Team A wird es schon regeln. Ja, es macht wieder Stille. Ja, Stille geht ja nicht bei ihr. Habe ich hier ganz vergessen. Da. Ihr konntet Chopper besiegen. Somit habt ihr ein weiteres Unheil von uns abgewendet. Auch der große Anastasis, der nicht mehr ist, dankt euch. Eine Jagdarmbrust. Ich würde mal schauen. Naja, die sind noch down. So. Dann die Ausrüstung. Schwarzkappe macht ist was stärker. Weniger, aber mehr MP brauche ich aber nicht bei ihm. Ashura, ich möchte ihn aber. Yep. Optimum hat sie. Ja, auch. Ist die Jagdarmbrust schlechter? Nein, besser. Haha, ich kann es aber noch nicht verwenden. Alles klar, gut.
Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Habt das mit den zwei Mobs genossen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.